Hallo miteinander, ich bin die Maya von lucify.ch. Ich habe heute die Ehre, mit mir einer von den interessantesten Frauen, die im Moment in der Schweiz lebt, zu haben. Und zwar, das ist Sarina Tajibayeva. Hallo Sarina. Hallo Maya, hallo Lucifer. Freut mich sehr, dich dabei zu haben. Könntest du bitte kurz für unser Publikum dich vorstellen? Ich bin Künstlerin, Schauspielerin, Sängerin und Dolmetscherin. Genau, dort in Bern haben wir dich kennengelernt. Es war zum Tränenlachen über ganz ernsten Thema, wie zum Beispiel Rassismus. Diesen Stück, den du damals in Bern vorgestellt hast, war über deinen Beruf als Dolmetscherin. Um was es geht jetzt im Moment in deinem neuesten Stück, Zarina zeigt den Vogel. In meinem neuen Stück, Sarina zeigt den Vogel, das Zwitschern einer Dolmetscherin, geht es um meinen Beruf als Dolmetscherin. Im ersten Stück, Verstehe ich, Tausend und ein Fall einer Übersetzerin, ging es mir um meine Rolle, um meine neutrale Rolle, die zwischen zwei Parteien steht und für die Verständigung sorgt. Und im zweiten Stück habe ich den Fokus auf das gesamte System. Das heißt, ich zeige meine Perspektive, also eine Vogelperspektive einer Dolmetscherin auf das Asylsystem oder auf das System, in dem ich jeden Tag als Dolmetscherin unterwegs bin. Und da geht es natürlich auch um absurde, traurige und auch lustige Geschichten, die ich auf die Bühne gebracht habe. Und alles ist wahr. Ja, genau. Es ist klar sehr spannend, man kritische Gedanken zu hören über das Asylsystem in der Schweiz. Ich bin gespannt, was da du zu erzählen hast von diesen wahren Geschichten. Wie läuft deine Tour de Suisse? Wohin fliegt eigentlich der Vogel? Am 3. September habe ich die Premiere. Es ist ja schon bald in Zürich, im Mimos. Ich spiele in Zürich, Bern und in Basel im Moment. Die Premiere ist schon leider oder zum Glück ausverkauft. Und am 4. September spiele ich in Bern im Ono. Am 27. November spiele ich in Basel. Es gibt noch weitere Termine. Ich glaube, ihr werdet den Flyer online stellen. Da kann man alle Tourtermine finden im Moment, und auf der www.verstehich.net-Seite kann man immer die aktuellen Termine finden, weil es kommen immer wieder neue dazu. Wegen Corona muss man alles schon online reservieren. Es gibt kaum Möglichkeiten, an der Abendkasse was zu kriegen. Ja, es freut mich sehr, zu hören, dass es geht weiter. Und zwar, ich werde mich auch freuen, wenn auf der Liste noch Luzern dazu kommt. Ich Weil bis wäre jetzt, bereit. Ich hoffe, Lucian ja, lädt mich klar. mal ein, ja. Und, ja, genau. Also bis jetzt bist du in Zürich, Bern und Basel. Und danke vielmals, dass du dieses Interview mit uns gemacht hast. Ich möchte mich wirklich auch herzlich bedanken, dass ihr Künstler unterstützt und auch mich unterstützt. Ich freue mich, dass ihr alle kommt. Live ist doch was anderes als online. Danke euch. Danke dir und sehen wir uns bald. Tschüss, ciao, Ja, ciao. ciao, ciao, vielen Dank.